Der Countdown läuft. Der Stapellaufschlitten wird vorbereitet, die Pallen unter dem Schiff abgeräumt und noch ein bisschen Rouge aufgelegt. Der Weg ins Wasser ist noch frei zu räumen. Der Hallenvorplatz wird aufgeräumt und für die Stapellaufgäste vorbereitet. Der Schornstein wird noch schnell aufgesetzt und das Deckshaus steht bereit, um vom Schwimmkran aufgenommen zu werden. Kurz vor dem Stapellauf bereitet sich das Polizeiorchester auf seinen Einsatz vor. Die Punschbude ist aufgebaut. Die geladenen Gäste werden registriert. Und die Stapellaufbesatzung wird an Bord gebracht. Stapellauf unseres Neubaus S-272 sehr herzlich willkommen. Ganz besonders möchte ich den Reeder und unseren treuesten Kunden, Herrn Emil Hartmann aus Bremen, begrüßen. Von der Landesregierung begrüßen wir sehr herzlich Herrn Staatssekretär Arne Wulff und abschließend unsere Hauptperson des heutigen Tages, die Taufpatin Mrs. Emily Hacking aus England. Heute wird der bisher größte Doppelhülltanker unserer Werft und sogar der größte jemals in Deutschland gebaute Doppelhülltanker für unseren langjährigen Kunden, Herrn Emil Hartmann von der Reederei German Tanker in Bremen, getauft und läuft vom Stapel in sein Element das Wasser. Dies ist der 16. Doppelhülltanker, den wir unsere Werft für Herrn Hartmann und seine Bremer Reederei German Tanker bauen. Für das große, uns entgegengebrachte Vertrauen möchten wir Ihnen, lieber Herr Hartmann, Ihrer Familie, Ihren Mitgesellschafterinnen sowie all Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch im Namen all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr herzlich danken. Denn Ihr Auftrag sichert mehr als 2000 Beschäftigten sowohl auf unserer Werft als auch bei der gesamten Zulieferindustrie für nahezu ein ganzes Jahr eine sichere Arbeit. Bei unserem Täufling handelt es sich um einen 40.500 TDW, 47.270 Kubikmeter Doppelhüllenöl und Produktentanker mit Eisklasse E3 unserer Lindenau Sicherheitstankerklasse 2010. Diese Neukonstruktion, die in sehr enger Zusammenarbeit mit der Reederei entstanden ist, ist sowohl in der Größe als auch in vielen technischen Details eine optimierte Weiterentwicklung der bisher für die Reederei gebauten
und erfolgreich eingesetzten Tankschiffe. Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, im Namen der Geschäftsführung möchte ich Ihnen für die hervorragende Arbeit trotz der extrem kalten Wochen für den heutigen termingerechten Stapellauf sehr herzlich danken. Liebe Taufgäste, liebe Einwohner aus Friedrichsort und umzu, ich begrüße Sie herzlich und freue mich, dass wieder so viele Menschen an diesem Ereignis teilnehmen möchten. Besonders den Kindern wünsche ich ein unvergessliches Erlebnis. Die Werft hat soeben durch Herrn Dirk Lindenau den Neubau 272 zur Taufe und zum Stapellauf gestellt. Mein Leitspruch war bei der Kiellegung am 25. August 2005: Baut einen Tanker gefüllt mit Zufriedenheit und Glück. Möge er Sturm und Wind entgehen, auf allen Meeren immer vorwärts, nie zurück, lebenslang nicht untergehen. Liebe Gäste, heute wird zum ersten Mal ein 40.000-Tons-Tanker für German Tanker Shipping vom Stapel laufen. Ich bedanke mich auch im Namen meiner Mitarbeiter und Mitredner für die bis jetzt von der Werft geleistete Arbeit. Auch dieses Schiff wird die deutsche Flagge führen und wie alle unsere Tanker ein Ausbildungsschiff sein. Wir geben dem Seemenschnachwuchs eine Chance. Ich freue mich sehr, dass Frau Hecking die Taufe des Neubaus S-272 vollziehen wird und den Täufling bestimmt mit starkem Schwung in sein nasses Element schickt. Zuvor grüßen wir dieses neue Stück Deutschland mit unserer Nationalhymne. Und wünsche dir allzeit gute Fahrt und immer eine Hand frei Wasser unter dem Kiel.
Während das Schiff eingefangen wird, das Deckshaus über dem Wasser schwebt, begeben sich die geladenen Gäste in das Hotel Maritim zu weiteren Tauffeierlichkeiten. Zukunft keinerlei Scherben mehr machen wird, auch wenn das Herr Steen bedauern wird. Herr Hahn, wir verlassen uns da ganz auf Sie. Herr Hahn wird dieses Schiff als Kapitän führen. Junge Mitreederinnen und Mitreeder, bei der Lindenau-Werft sind weitere Tanker für uns bestellt. Und ich bitte Sie, uns auch bei diesen Schiffen mit Ihren Beteiligungen, das ist Geld, zur Seite zu stehen. Die Taufpatin bekommt hier als Andenken eine goldene Kette angelegt. Aus Tradition auch heute wieder etwas zu vollbringen für die Taufpatin. The Sea Trout is a proud vessel from the motherland, built at the Baltic Sea strand. You christened her with safe hand, good mother from the North Sea strand. Notice at every turn this ship is made in Friedrich's Ort. Die Eigenschaften deutlich verbessert werden. Zum anderen sollten die bewährten technischen Anlagen der kleineren Tanker praktisch unverändert übernommen werden. Tja, und dann war da noch die Bauheading, die für diesen Supertanker vergrößert werden musste. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, innerhalb von ca. 7 Monaten. Denn am 25. August 2005 wurde der Tanker bereits auf Kiel gelegt. Für uns war dies ein gigantischer Kraftakt. Wir reiten technisch auf den neuesten Stand. Unsere Produktionsanlagen haben wir weiter ausgebaut. Hierdurch können wir in extrem kurzer Zeit so einen Supertanker auf der Helling bauen. Jetzt brauchen wir diesen Prototypen gerade einmal 5 Monate. Wir haben neue Arbeitsplätze geschaffen und ca. 50 Mitarbeiter neu eingestellt. Wir bilden jährlich bis zu 12 Jahren. Would be an F plus in my German exams. Now the F was for useless, and the plus was for trying very hard. So today I'm going to continue to say a few words in the language that I know best. The current fleet of 9 modern product carriers. We are now moving into an exciting new era with the arrival of these larger ships. And the next couple of years should be a lot of fun for Marcus and Mads with fixing some of these ships in some new and different markets. In closing, I would just like to reiterate that my dealings with, as we, some of us know here, call the M&Ms, as the have always been very professional, sprinkled with a lot of fun and always thoroughly enjoyable. Mal richtig gesehen. Ich muss dazu sagen, ich habe das Amt im Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein im April letzten Jahres übernommen. Und als ich dann zum ersten Mal ein finanzielles Engagement auf der Landesseite mit absichern durfte, war es Ihr Name, Herr Hartmann, der mir in dieser schönen Gittermappe zum ersten Mal über den Weg lief. Ein, zwei Jahre dauern länger.
Das Stapellaufmenü. Als Vorspeise gab es pikant mariniertes Seetraut und Garnelen mit kleinem Salat und gerösteten Pinienkernen. Als Vorsuppe Essenz von der Kalbshaxe mit Fiorelli und Kräuter. Als Hauptgericht Holsteiner Ochsenlende mit Pfefferrahmsoße, Gemüsestrudel, Kaiserschoten und Sesamschupfnudeln. Als Nachtisch dann Vanilleeisparfum mit marinierten Pflaumen und frischen Früchten.